Es ist Sonntag, Mittag. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist warm, es wird Frühling. Also das perfekte Wetter, um sich vor seinen PC zu setzen und Pokémon zu spielen. Und genau das machen wir auch. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Bei Cloud Saving mit Nazgul 4, immer noch am Steuer Nazgul 4 und unser Schurz wirkt nicht mehr. Verdammt. So, du bist Nummer 4, wa? Aber ich bin die wahre Nummer 4, denn ich bin Nazgul 4. Prost. Waldemar hat ein Nidoking. Das wäre natürlich super gewesen, wenn Harald noch vorne gewesen wäre. Aber wie man an den vielen Konjunktiven schon hört, ist das nicht mehr der Fall. Und ins Gesicht rotzt dich jetzt kaputt. Mit Kaskade Stub. Richtig gut. Maximal, wenn er Giftdorn hat, dann könnte ich jetzt vergiftet sein. Aber es ist nicht der Fall, das ist auch wunderbar. Hat sich das schon wieder ausgekekst für Waldemar. Zu stark? Na, aber sowas von. Ist der drüben irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Aber man kann trotzdem mal gucken. Ah, es bist du rückweg zum Runterspringen. Okay. Okay. So. Da oben ist ein Item und hier ist ein von Cloud angekündigter Doppelkampf. Dann werde ich das, glaube ich, doch so machen, wie er gesagt hat, und ich tausche Hotdog mit Batwoman, damit ich Atbeam einsetzen kann. Hahaha, die werden sich wundern. Ich bin Nummer 5. Na, was ist? Geht ja langsam die Puste aus? Ich bin die Letzte, aber ich warne dich, ich bin eine harte Nuss. Ich sag's mal so, wie es ist. Auch wenn uns die Puste ausgegangen wäre, wären wir einfach zurück ins Pokécenter gegangen und hätten uns geheilt, Problem gelöst. Ist das jetzt die letzten schon? Das sind Nummer 5 und Nummer 6. Was war Nummer 4? Nummer 4 war ein Nidoking. Das hätte sich natürlich super gefreut, wenn Harald noch vorne gewesen wäre. So war Kaskade und Ende, oder? Genau. Die Sache ist die, theoretisch wollte ich ja Erdbeben machen, aber gegen die beiden ist Erdbeben Schwachsinn. Und darum machen wir das auf diese Art und Weise. Paras ist so schlecht. Ich mag Paras. Es ist so putzig. Duflo ist genauso schlecht. Ja, Duflo ist blöd. Aber Level her bringt ihr nicht mal Erfahrung. Aber seine Vorentwicklung ist klasse und seine Entwicklung mit Sonnenstein ist auch super. Alle über Level 50, das ist doch nice. Auch 4 Angriff dazu, super. Körperschlamm. Und schönes Sporen wird paralysiert. Giftschleim. Ne, Zitrobeere bestimmt. Ja, Zitrobeere. Mega Sauger. Ja, wenn er klug ist, auf ins Gesicht. Aber es war jetzt gerade nicht... Ja, es ist auf ins Gesicht. Es war jetzt aber nicht so erkenntlich aus der Animation. Ich war vorhin in der Pokéliga, da hat Melanie ja Gengar eingesetzt gegen Batwoman. Und die wollte mit Gengar unbedingt Fokusstoß machen. Ich weiß nicht, warum nicht Spukball oder so. Es musste Fokusstoß sein. Na, letztes Mal hat sie doch, als wir durchgelaufen sind bei unserem ersten Run, hat sie doch auch die ganze Zeit immer nur Groll eingesetzt. Hat ja auch nie was anderes gemacht. Ja, das hat sie dann gemacht, wo ich dann das zweite Mal fliegen gemacht habe in der Luft. War. Da hat sie dann das... Groll eingesetzt. Wo ich erst dachte, gut, das erste Mal Fokusschuss, danach vielleicht Walitim, aber dann hat es irgendwann Groll gemacht. Dachte ich, ist das dem? Ich kann die keinen Spukball? Verstehe ich auch nicht. So, es kommt bestimmt noch ein drittes jetzt kommt bestimmt ein Parasek. Blubella! Oh, guck mal, ein Blubella! Und ein Parasek! Oh, guck mal, ein Parasek! Professor Helmut Karasek. Aber ist was viel besser ist? Guck mal, ein Blubella! Parasek ist gleich weg. Bubella wird wahrscheinlich eine Runde überleben. Genau, denke ich auch. Was das nächste gut ist, weshalb wir Batwoman die Überreste gegeben haben, dadurch, dass es fliegen kann, kann es sich in der Runde, in der es in der Luft ist, auch noch heilen. Das ist sehr Also sinnvoll. Eine Bonusrunde. Das ist das, wo du immer sagst, auf 2 Runden gerechnet ist die Attacke ja schwächer, wo ich aber immer sage, aber dafür sind es halt 2 Runden. Und das ist halt der eine Vorteil, wenn du mit Überresten zum Beispiel das machst. Oder wenn der Gegner vergiftet ist, dann ist die zweite Runde auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Ja, also... Ich bin halt der lieber den Kämpfe in einer Runde beendet. Das habe ich bei den anderen Let's Plays schon festgestellt, dass du das immer als Ziel hast. Und wenn das länger als eine Runde dauert, dann muss gegrindet werden. Ich habe bisher bei einem einzigen Spiel das Grinden mal wirklich übertrieben. Und zwar war das auf dem NE oder SNES? NES oder SNES? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, welches Spiel du hier hast. Und zwar gibt es ein Sailor Moon RPG. Und da habe ich, weil Sailor Jupiter mein Lieblings-Sailor-Krieger ist, in dem Story-Abschnitt, wo sie alleine unterwegs war, einfach die ganze Zeit mit Sailor Jupiter gegrindet
Und dann war ihr Endboss-Kampf, wo ich davor schon den Story-Element alleine mit Sailor Mars hatte, mit Sailor Merkur. Da waren die Kämpfe halbwegs fordernd, weil ich mit denen diese Wege gewendet habe. Mit Sailor Jupiter habe ich den Boss in 2 Angriffen besiegt gehabt. Da habe ich mir wirklich gedacht, okay, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel trainiert. Ja. Als wir dann das nächste Mal in der Gruppe wieder zusammen waren, habe ich auch gemerkt, wie viel, weil dann hatte ich die Werte zum Vergleichen da. Und es ist so gefühlt, wie wenn man es bei Pokémon-Standard sehen würde, war meine Sailor Jupiter ungefähr 20 Level höher. Okay, das ist, wenn... Ja, es ist meistens, wenn du bei Final Fantasy X, wenn ich dann den Richter gemacht hätte, oder also alle schwarze Bestias normal ohne Zanmatu und den Richter, dann hätte ich ja da ewig trainieren müssen. Der Richter? Für die Leute, die jetzt das ist, wenn ich alle schwarzen Bestias besiegt hätte, dann wird der optionale Bossgegner der Richter freigeschaltet. Der hat, glaube ich, 12 Millionen Lebenspunkte und hat so zwei Arme, die sich regenerieren und hat eine super starke Spezialattacke, wenn beide Arme da sind. Aha. Die Arme haben 500.000 und die kommen alle 2 Runden wieder. Aha. Wenn du sie besiegt haben solltest. Wie soll man den dann im normalen Spiel schaffen zu besiegen? Na, du ziehst ja im Normalfall, wenn du ziehst ja 99.990 ab, wenn du dann gut gegrindet hast. Ja. Du bist ja dreimal dran. Das heißt, du schwächst die Arme so, dass du in derselben Runde besiegst, dann hast du 2 komplette Runden Zeit, auf den Richter einzuhauen. Machst du die Arme wieder kaputt, dann haust du ja 2 Runden auf den Richter ein. Tut sich zum Heilen, also der greift natürlich auch an. Und wenn die Arme, glaube ich, länger als 2 Runden da sind, setzt er der jüngste Tag ein. Und das ist, wenn du nicht extremes Glück hast, das Ende. Das ist ein Item. Ja, da gehe ich hin. Achso. Ja. Aber dann bist du G2Go erstmal. So 12 Millionen, da gab es noch ein paar Monster-Farm-Kreationen, die ich hätte machen können. Da ist der stärkste, glaube ich, der Dolce mit 10 Millionen. Oder Nemesis heißt der im Englischen, ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Ist das der Drache? Der Götterdrache? Deus-Drache? Ja, das kann. Ja, ich glaube ja. Also, weil Deus ist ja lateinisch. Ich sage mal Deus, ja. Deus gibt es, glaube ich, in ganz vielen. Bei Final Fantasy 12 ist das der siegst du auch den Deus-Drachen, um dann später gegen Yasmat kämpfen zu können. Yasmat hat 50 Millionen, du kannst aber zwischendurch speichern gehen. Aha. Wenn du das, nur du kämpfst da, es ist aber kein Zufallskampf, weil Final Fantasy 12 siehst du ja die Gegner. Der ist in so einem extra Plattform und wenn du aber gehst und sein Kampffeld verlässt, zaubert er Regener auf sich. Und je nachdem, umso länger du wegbleibst, umso mehr heilt er sich. Aha. Und Regener heilt ja einen gewissen Prozentsatz. Und wenn der 50 Millionen hat und du bleibst eine Weile weg und der heilt sich, was weiß ich, alle 20 Schritte, so um 1%, heilt er sich halt alle 20 Schritte um 500.000. Mhm. Also du musst halt abwägen. Entweder du gehst... Was hast du gekriegt? Ein Nugget. Okay. Wie die Nugget. Also du musst halt abwägen. Entweder du gehst speichern, kommst wieder, dann hat er aber ungefähr 2, 3, 4 Millionen Lebenspunkte wieder mehr. Oder du gehst nicht speichern. Wenn du kurz vor Ende des Kampfes speichern gehst, dann zaubert er alle Spezialangriffe, die er bis dahin gemacht hat, wenn du reinkommst, wieder. Also das Spiel rechnet dann durch 50 Millionen, setzt es dann runter auf die aktuelle HB-Stufe und dann kommt der Angriff, den er vielleicht bei der Hälfte gemacht hätte, den er bei einem Viertel gemacht hätte. Achso. Der zaubert nämlich zwischendurch sogar Reflekt auf mich. Und wenn ich mich mit Mega Vita heile, heilst du ihn, heil ich ihn komplett. Dann hat er wieder 50 Millionen. Deswegen, wenn man kurz vorm Ende ist, sollte man nur noch mit Vigra heilen. Falls das dann auf ihn geht, heilt man ihn halt mit 3x9999. Und das lässt sich ja aushalten. Hier erstmal ist eigentlich nicht. Wenn man gut trainiert hat und gut aussieht, dann ist er nicht extrem schwer, es dauert halt extrem lange. Okay. Und du brauchst viel Aufmerksamkeit, also dass du ja nicht irgendwie so einen doofen Fehler machst, wie ihn zu heilen zwischendurch. Ja. Gut, dann lädst du halt zur Not neu. Wenn du gerade speichern warst, kommst du wieder, zauberst mega wieder auf ihn, dann lädst du halt neu. Ja. Okay. Nein, weil das klingt, wenn du das immer so erzählst, von Final Fantasy 1 bin ich, die höchsten KP waren da, glaube ich, 35.000 gewohnt. Und wenn du dann ankommst mit ungefähr für 12 Millionen und solche Scherze, dann ja, darum ist halt meine Frage, wie? Also bei Final Fantasy 12, du greifst dann aber auch an mit Waffen und wenn du dann die Endwaffen hast, dann machst du auch mal 5-6 Schläge mit einem Zug. Und die machen dann alle so 8.000, 9.000 Schaden. Dann machst du 45.000 in einer Runde. Okay. So, ich schlage vor, wir gehen zuerst zu Bills Haus rein. Genau. Küstenhaus, Bills Haus. Ja, der schwierigste Gegner am Final Fantasy 12 ist eigentlich Omega, MK12. Omega ist auch bei Final Fantasy 1 der schwerste Gegner. Bist du hier, um meinen Enkel zu sehen? Sein Name ist Bill und er macht in Johto beruflich irgendwas mit Computern. Immer noch in Johto? Das ist so, wie wenn man heute sagt, ich mache irgendwas mit Medien. Deshalb hüte ich ja das Haus für ihn. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Schleckerzunge erzählt. Er sagte außerdem, dass es am Fuß ein kreisförmiges Zeichen hat. Hast du so ein Pokémon? Wenn ja, dann würde ich es gerne sehen. Das mal kein Schlob ist. Ja, es ist ein Schlob, aber wir haben kein Schlob. Kriegt man eine Belohnung von ihm, oder? Na, ich denke, dass du dann... Entwickelt man Schlob durch ein Tausch-Item? Mit Tauschen? Schlob entwickelt sich eigentlich... Das hätte ich gesagt, da kriegen wir wahrscheinlich einfach das Item zum Tauschen. Das ist kein Tausch-Item. Ich glaube, Schlob war... Nee, mit Levels auch nicht. Was entwickelt sich Schlob nochmal? Ich weiß es... Schloplex entwickelt sich, aber... Ja,
Schlobleck, ja, aber. So. Was entwickelt sich? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wollen wir das zweite Date in einer aufeinanderfolgenden Folge stören, nachdem Team Rocket das Date schon unterbrochen hatte? Ich will jetzt nicht sagen, dass der wegen uns weggerannt ist. Oh Mann, wo kommst du denn plötzlich her? Weißt du, wie man jemanden wie dich üblicherweise nennt? Einen Störenfried. Huch, sag mal, dieser Orden da. Das ist etwa Arena-Orden aus Johto? Wenn du alle acht davon besitzt, musst du ja so einiges drauf haben. Klasse, komm mal in die Arena von Azuria City. Ich will nämlich gegen dich kämpfen. Ich bin Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City. Mach mal doch gerne. Wieso läufst du da lang und nicht den kurzen Weg? Ich möchte den anderen nicht sehen. Ach so. Wir nehmen aber den anderen Weg, nicht wahr? Genau, weil ich glaube, erfahrungsgemäß liegen dort irgendwelche Items immer noch rum. Sind dich on the bicycle schon? Na, hau mal, nö, hau mal rein. Beim Laufen ist es dann besser, falls es doch aufblinkt, dass man nicht zu schnell vorbeirennt. Außerdem durch Pfützen patschen mit einem Hotdog ist doch bestimmt super. Ich halte das auch gedrückt hier schön, wenn man das mit dem Touchscreen macht, geht das natürlich nicht. Da kann man nicht mit dem Stift einfach drauf. Doch, du kannst mit dem Stift auch gedrückt halten. Ach so? Ja. Beziehungsweise, aber man hat es ja meistens nicht mit dem Stift in der Hand, weil du ja mit dem Daumen immer noch A, B und so weiter die Knöpfe drückst. Darum gehst du ja meistens mit dem Daumen auf den Touchscreen drauf. Nicht mal in den Stein ist einer drin. Faszinierend. Okay, also schlage ich vor, heilen, Arena. Genau. Ich würde sagen, nicht mit Hundemann an erster Stelle vielleicht. Ich hole mal den Würfel schnell. Der legendäre Fünferwürfel. Habe ich einen besseren? Einen besseren? Hast du einen D20 dabei? Hallo und herzlich willkommen. Und ich tausche auch Sushi to go gegen Hulk Hoden aus. So, gucken wir uns, wer topfit, wunderschick. Ja, ja, ich werde bald wiederkommen, so wie ich mich kenne. Es gibt keinen Würfel der Zweierpotenzen. Natürlich, hier. Willst du mich mal kackeiern, der tatsächlich ein Würfel mit Zweierpotenzen. Ich würde dir natürlich jetzt darunter nichts vorstellen können. Auf diesem Würfel steht drauf 2, 4, 8, 16, 32 und 64. Und ich dachte, mit einem D20 mache ich einen guten Witz. Aber das ist ja echt... Machen wir jetzt ein bisschen Mathematik. Wir würfeln damit. Wenn wir zum Beispiel den 16 würfeln, ist das 2 hoch 4. Weil 2 mal 2 mal 2 mal 2. Oder auch 4 mal 4. Also 2 hoch 4 gleich 4 hoch 2. Ich habe einen sechsseitigen Würfel zu Hause, der hat aber bloß die Zahlen von 1 bis 4 drauf. Gut, das ist, glaube ich, die 3 und die 4 doppelt. Okay. Wir können Hundemann ja gegen die ersten Trainer so trainieren. Sag, hier sind echt Trainer drin. Wir können Hundemann ja gegen die ersten Trainer so trainieren und dann gegen Misty kommt dann. Oh, hi, zukünftiger Champ. Als Misty und der Anna weg waren, bin ich mich auch etwas amüsieren gegangen. Hihi. Das ist aber schön. So, dieser Matrose hier hat doch bestimmt Kampf-Pokémon. Denkst du das nicht auch? Aber Hundemann können wir ja auch nicht so, wenn wir. So, ja. Das kriegst du mit mir zu tun. Los, greif. Ich würde sagen, gegen die anderen Trainer nehmen wir doch Harald. Weil gegen Misty können wir nicht sagen, wir kämpfen die ganze Zeit mit Harald. Weil das entscheidet ja der Würfel, was Harald macht. Ja. Das entscheidet generell der Würfel auch, was alle anderen machen. Weil Harald sonst vom Leveln her sehr nicht so wirklich hinterherkommt, weil er gegen die meisten normalen Trainer halt am Arsch ist. Ja. Das wäre halt wirklich eine Arena, die für ihn gemacht ist. Weil Rocco wird wieder nicht so viele Trainer haben in seiner Arena. Nee. Also ich gehe davon aus, dass du wieder nur bei Misty würfeln möchtest, dann habe ich jetzt einfach angegriffen. Ja, natürlich. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Aber ja, dann könnte man Harald machen. Mein Hulk Hoden, der kriegt noch genug Chancen. Der kann sich auch so eigentlich im Endeffekt gut verteidigen. Ja. Nur Harald halt bei einem Pokémon pro Route ist immer ein bisschen tricky. Klingelingelingeling. Ja, was kann ich eine Anekdote zu Misty erzählen? Im Manga Rot und Blau Zeiten ist Misty steinreich. Sie ist eine Prinzessin. Sie wohnt in einem Schloss. Okay, im Anime trifft sie ja Ash in der ersten Folge und der klaut ihr Fahrrad. Und genau, also in der zweiten oder dritten Folge, ja. Sie rennt ihm ja ewig hinterher und will das Fahrrad haben. Richtig, und da ist sie ja so eine nervige Göre, die eigentlich niemand leiden kann. Ich kenne niemanden, der wirklich ernst Misty mag. Ich hab Sushi to go nicht mit, darum kann ich nicht surfen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Dann müssen wir nochmal zurück, nicht wahr? Ja, müssen wir. Ein paar Stunden am Swimmingpool und ich bin wieder taufrisch. Also werden wir auch den Arena-Kampf doch mit Sushi to go machen, glaube ich. Oder konnten wir hier an die Matrosen vorbeilaufen? Hast du das gesehen? Ich glaube, wenn wir die Arena verlassen, sind die Matrosen wieder zurückgesetzt. Ja, also dann können wir vorbeilaufen. Okay, dann haut das hin. Genau, also wie gesagt, im Manga ist sie stinkreich, eine Prinzessin, hat ein Schloss, Bedienstete drin, rennt da zu Hause in Kleidern rum. Hat sie da auch so viele Schwestern? Nein, da ist sie Einzelkind. Trägt den Zopf, den sie auch im Anime trägt, aber das war es eigentlich schon mit Ähnlichkeiten. Und im Anime ist sie ja einfach nur nervig. Es gibt ja im Anime so ein bisschen den Hinweis, dass sie auf Ash steht oder im Endeffekt
Also ein bisschen. Das ist aber extrem gering. Bei Maike ist es wirklich offiziell gemacht, weil die es verliebt sich ja wirklich in der Folge in ihn und sagt das ja sogar mal, ohne so? Dass Ash es mitbekommt. Ach so? Dann, wie heißt Hikari auf Deutsch? Wie heißt Dawn auf Deutsch? Lucia. Dawn ist Sonnenaufgang. Nein, das Mädchen. Das nee, Sonnenuntergang. Von Gastel Dawn, ja. Sie heißt Lucia, ja. Also im Englischen heißt sie Dawn, im Japanischen Hikari. Darum war jetzt meine Frage, wie heißt sie auf Deutsch eigentlich? Lucia ist auch offenkundig in Ash verliebt und auch Serena. In der fünften Generation gibt es auch noch eine, oder war es eine sechste Generation? In der fünften Generation nehmen... Die angeblich Ash früher als Kind in so einem Camp getroffen hat. In der fünften Generation wird er begleitet vom ersten und vom achten Arenaleiter. Und achter Arenaleiter Iris ist ja das kleine Drachenmädchen. Und die, nee, glaube ich, hatte keine Gefühle. Dann war es sechste Generation. In dem Anime zur sechsten Generation, wo er trifft sie in der zweiten Folge wieder. Sie hat so ein Phynx oder so. Genau, das ist sechste Generation. Und sie das sagt ist Serena. Ach so, ich wollte gerade sagen, sie sagt nämlich irgendwie, ja, sie hat Ash früher mal als Kind in so einem komischen Camp getroffen. Ist ja Ash ein übelster Frauenheld, oder? Eigentlich nicht. Ich weiß auch echt nicht, warum die alle auf den stehen. Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Ja, stand auf den Schildern, also bei diesen beiden Statuen, stand drauf, links stand da, Misty ist kurz raus. Misty, und auf der anderen Seite steht da, wenn Misty nicht da ist, geh mal einen drauf machen. Heidi, Heidi, meine Welt sind deine Berge. So sieht's aus. Heidi Witzka. Wollen wir eigentlich mal angeln? Einfach nur als Gag gucken, ob hier in dem Schwimmbad tatsächlich was zu angeln ist. Genauso wie wir auch unter Lugia geangelt haben. Können wir ja mal machen. Ob die tatsächlich in einem Schwimmbecken voller Pokémon schwimmen? Was wirklich cool wäre, wenn sie eine kleine... Also Tentara würde ich würde nicht in den Tentara-Becken schwimmen. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wenn es ein Easter Egg gäbe, in Anspielung auf The Legend of Zelda Link's Awakening, da musste man nämlich ein Bikini-Oberteil einer Meerjungfrau angeln, damit man weiter tauschen konnte mit ihr. Und es wäre jetzt cool, wenn man jetzt hier auch sowas angeln könnte. Ich würde die Superangel auch nehmen. Ja, natürlich. Wenn es mit der Superangel nicht geht, geht's mit gar keiner. Angeln wir uns ein Bikini-Unterteil. Wenn wir jetzt hier einen Weilmar angeln, würde ich nicht glauben, dass sie im Wasser schwimmen. Ich glaube, Weilmar wäre schon groß genug. Einmal probier es noch. Ja, machen wir statistisch relevant 3 Versuche. 3? Naja. Ich glaube, in der ersten Generation konnte man hier nicht wirklich angeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, das habe ich sogar selber gemacht. Wie gesagt, ich habe nie wirklich geangelt. Und darum, ich habe keine Ahnung, wo man was fängt und wieso und weshalb. So, was möchtest du uns mitteilen? Beim Schwimmen zählt nicht nur die Geschwindigkeit, die ästhetische Komponente ist genauso wichtig. Und das wissen wir auch alle spätestens seit Sakura Swim Club. Ein Spiel, in welchem es natürlich auch nur um Schwimmen geht. Charlotte! Um nichts anderes. Charlotte zeigt uns ihr Austers. Bei Sakura Swim Club geht es nur darum, nach der Schule im Schwimmclub Sport zu machen. Die ganze Zeit. Lasst euch nicht von dem Namen irritieren und auch nicht davon, dass es von Wing Cloud hergestellt wurde, dieses Spiel. Alle Wing Cloud Spiele sind wunderbar plotrelevant und haben keinen anderen Reiz. Es geht nicht um Bubis. Ich kenne ja nur Sakura Clicker. Ja, und das ist das einzige Sakura Spiel, was ohne Story ist. Alle anderen sind solche Visual Novel Spiele. Und was, Visual Novel? Ja, na, da wo du quasi nur Story hast und immer bloß von Fenster zu Fenster klickst und mal ab und zu eine Entscheidung treffen kannst. Okay. Und alle Sakura-Spiele strotzen nur so mit Anime-Schönheiten und dem, womit sie ausgestattet sind. Cool. Und angeblich gibt es eine Story zu all diesen Spielen, ich glaube aber nicht dran. Also, man muss natürlich draufstehen. So, wir kämpfen nämlich gerade gegen Schwimmerin Helene Fischer. Mit einem Goldking. Ich bin ja mit Helenes Mann befreundet und darum bin ich jetzt Fisherman's Friend. Oh Mann. So sieht's aus. Noch ein Goldking. Fällt mir gar kein schlechter Witz zum Kontern ein. Nee, gibt's auch nicht. Da wir jetzt bisher nur von Blättertanz AP verbraucht haben, schlage ich vor, ich gehe nicht zurück und heile, sondern ich bleibe einfach mit Sushi to go im Kampf gegen Misty. Wen hast du rausgenommen für Sushi to go? Ich habe Hotdog rausgenommen. Ach, ist auch gut, ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast halt Kobe rausgenommen. Nö. Ich wollte sagen, wir hätten mal Keifel zur Not ablegen können, aber Hotdog geht auch. Ja, na gut, im Prinzip wäre vielleicht Hotdog sinnvoller noch gewesen als Keifel, aber es ist halt so. Hotdog hat durch seine schiere Stärke trotzdem ein paar egal. Na, Hikogen hat auch. Hikogen hat. Wenn wir am ersten Versuch scheitern, haben wir noch einen zweiten. Und der also ist dann sogar ohne Würfel. Gut. Also drück auf den Speicherknopf. Mit Harald an der Spitze? Ja, oder? Ja, hat er Schaden genommen, ne, oder? Nö, hat wirkt plus Blättertanz. Fangen wir mal an. Wir haben ja sogar zwei Chancen. Ah, unser Störenfried. Du magst dir an Johto vielleicht viele Ordner erkämpft haben, aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Meine Wasser-Pokémon haben es drauf.
Was haben sie drauf? Senf, Mayo. Also so sah sie im Anime nicht aus. Gut, das sind 3 Jahre vergangen. Gottes Willen. Ja, nein, sie hat in dem Remake immer nur diesen Schwimmanzug an. Beziehungsweise, ich glaube, in Feuerrot und Blattgrün hat sie auch einen dunkelblauen Bikini oder so an. Let's go, eine 64. 2 hoch 6. 6 haben wir nicht. Willst, 6 ist... Willst du in Item ansetzen? 6 war heilen, genau. Nein, möchte ich nicht. Na, Item allgemein, nicht heilen unbedingt. 3. Also 8 ist 2 hoch 3. Ja, wir kommen jetzt ganz durcheinander. Wenn man eine 2 würfelt, ist die 2 ist nämlich eine 1 und eine 4 ist die 2. Aber das musst du dir ja merken. Wenn uns das überfordert, machen wir nebenbei beim nächsten Arena-Kampf wieder ein normal. Dann würfeln wir gegen Rocco wieder normal. Komm, Volltreffer, damit wir das schneller hinter uns haben hier, bitte. Sehr schön. Toll. Super, Harald. Mega gut. Hol dir die Erfahrung. Du musst ja wirklich mit Facecam würfeln, das ist unglaublich. Labras. Wir bleiben drin. Hat sogar bis 4 Pokémon. Ich habe glaube gegen Janina auch gewürfelt. 1, 2, 3 war weiterkämpfen und 4, 5, 6 war auswechseln. Achso, na, jetzt ist es. Oder ein wesentlich. Oh, jetzt können wir natürlich ein Problem bekommen. Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst kommt ein Eisstrahl. Einen könnten wir überleben. Na dann würfel. 2 hoch 6. Möchtest du deine Item einsetzen? Nein. 2 hoch 3. Das ist wieder Rasierblatt. Blättertanz werde ich mich zwar mehr gefreut. Erst haben wir 64 gewürfelt, jetzt 8. Wir haben gerade die Wurzel gezogen. Oh Mann. Also wir haben im Endeffekt, man nennt es radiert. Ja, das ist richtig. Das nennt man so, aber gleich wird unser Harald, glaube ich, ausradiert. Ja. Ist sie so stark? Ja, es ist halt... Der Harald ist sehr defensiv. Starb, Stärke 90, Vorteil. Da würfeln wir mal, wer als nächstes kommt. Das ist eine 16 und 16 ist 4. 4. Also ins Gesicht. Betritt den Ring. Bisschen Mathe üben hier nebenbei. Jetzt werden natürlich Weckruf... Eigentlich haben wir keine 7er Potenzen. Würfel mit 7er Potenzen. Ein Weckruf wäre jetzt natürlich geil, weil das hätte Vorteil. 2 hoch 4. Das ist sogar Weckruf, jawohl. Nein, du hast ein schöner Würfel mit 7er Potenzen. Aber ist nicht tot. Doch. Ist nicht tot. Nur ist halt nicht tot. Gesang geht daneben. Ist gut. Jetzt wird voll geheilt. Natürlich. Wenn wir eine 6 würfen, wollen wir auch voll heilen. Unser nee. Harald? Nee. 2 hoch 3. Body Slam. Körperschlamm. Vielleicht paralysieren wir es ja. Genau. Wäre auch ganz praktisch. Aber du siehst, Misty muss auch am Freitag in Johto gewesen sein. Sie hat ein Labras. Der Würfel spricht eine 4, das ist Erdbeben. Das ist nämlich 2 hoch 2. Ja. Also, ja, stimmt. Das ist so verwirrend. Wie machen wir das? Bisschen mit Nachdenken. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Aber sie hat zum Glück so viel Glück mit Gesang, wie wir sonst immer mit Superschall und sowas haben. 2 hoch 2. Also wieder die 4, also wieder Erdbeben. Natürlich muss auch mal Gesang treffen. Wenn wir jetzt die 6 würfeln, dann setzen wir Hyperheiler ein. Und wenn wir... Ja, klar. Ansonsten probieren wir es halt einfach weiter. Ich habe keine Lust jetzt mit Schlaf weiter zu machen. 2 ist eine 1, also... Kaskade. Dann können wir ruhig weiter schlafen. Das bringt das Vieh eh nicht um. Ich weiß nicht mal, ob Labras vielleicht sogar 2 Urabsorber hat. Oder es hat Eishaut oder sowas, keine Ahnung. 16, 2 auf 4. Das wäre Weckrufen, das wäre der Sieg, wenn wir aufwachen würden. Aber wir wachen nicht auf. Also der Sieg über Labras, nicht über Misty. I do understand. Und da haben wir 4. Eine 4, das ist eine 2, also es ist Erdbeben. Eine 4 ist eine 2, ein Erdbeben. Na, du weißt doch, wie es heißt. 4 ist bestanden. Bestanden ist gut, gut ist 2. Also ist 4 gleich 2. 2 ist fast 1, sowas. Ach so, oder? Ja. 32. 5. Das wäre ein Item. Nee, 5 ist wechseln. Tauschen. Willst du tauschen? Nö, oder? Nö, oder? Nö. Machen wir nochmal. 2. Also Kaskade. Also, weil 2 ist die 1. Wir schlafen natürlich wieder so lange wie möglich. Ja, also dafür ging ja auch schon 2-mal Gesang davor daneben. Das wird damit auskompensiert. Sag ich. Sind wir vor ihm dran oder sind wir auf jeden Fall? Wir sind vor ihm dran, ja. Wir haben eine 64. Wollen wir wechseln? 64 ist aber eine 6. Und ja, das wäre heilen. Ach, wollen wir heilen? Top Genesung, oder? Ja, klar. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Halt, da ist es doch. Die wird sich wundern. Wenn das Vieh jetzt Gesang macht, durch doofen Zufall und uns wieder einschläfert. Wenn das Vieh Abgesang macht. Dann haben wir echt ein Problem. Ja. Also es kann bisher Bodyslam, Gesang und Eisstrahl. Und eine vierte Attacke wahrscheinlich Surfer. Stimmt doch die TM-Aquavelle, die wir bekommen werden. Natürlich werden wir jetzt paralysiert, sobald wir wach sind. Ich wette, wir bekommen die TM-Aquavelle. Jetzt wird aber Gesang nicht mehr. 8, 2 hoch 3. Das ist Bodyslam.
Ja, aber es war ja klar, dass in dem Moment, wo wir wach werden, wir paralysiert sind. Das meinte ich einfach bloß damit. Aber zum Glück geht unser Body Slam durch und Lapras überlebt. Jawohl. Richtig gut. Boom. Richtig gut ins Gesicht. Warlord, da würde ich doch tauschen wollen. Wir würfeln 1, 2, 3 ist wechseln, 4, 5, 6 ist weiterkämpfen. Und wir haben die 2 hoch 2. Das ist tauschen. 2, also tauschen wir. Tauschen wir gegen ein Würfelergebnis oder darf ich aussuchen wen? Ach komm, würfeln wir würfeln oder so? Mach Würfel, mach Würfel. 16, 2 hoch 4 ist tot. 2 hoch 4 ist Harald, gibt's nicht. 2 hoch 6, Hulk Hogan. Na ja, super. Gegen Warlord, na warum nicht? Na super. Hallo. Gibt's doch zu, den hättest du jetzt auch gewählt. Ich hätte Rebooter genommen. Lawine und Ende, nicht wahr? Ja, hätte ich probiert. Also die haben jetzt, keine Booker. Jetzt haben wir ein ganz schönes Problem. Genau, eine 50-50 Chance. Wir würfeln natürlich 2 auf 4, warum auch nicht? Donnerschlag. Das hat keine Wirkung auf Warlord. Jetzt kriegen wir gewaltige Probleme. Jetzt müssen wir wirklich physisch angreifen. Ja, aber nicht mit Halkoden. Aber das entscheiden ja nicht wir. 2 auf 2. Es ist fokuslos. Das trifft sogar, eigentlich. Wird zwar ja, nicht mehr viel Schaden ausrichten. Macht nicht so viel Schaden. Aber es trifft. Na gut. Gut. So. Haben wir es vielleicht gleich schnell hinter uns mit Ampharos? Ja. Cool. Eins wird es überleben, aber vielleicht beim zweiten haben wir es dann hinter uns. Somit hat sich das mit Halkoden. Weiß nicht, welchen Maulot mit Angriff aussieht, aber. Eigentlich ist es. Nein, wirklich. Ich denke, seine Werte sind ungefähr gleich waren. 2 auch 1, Ladungsstoß, naja. Hat er echt einen Zweierpotenzial? Maulot ist relativ schwach von den Werten im Allgemeinen, oder? Also, ich hätte gedacht, dass sie ungefähr alle gleich verteilt waren. Und Standard Maulot von der vierten Generation, wo das letzte Mal, als ich mir das mal angeguckt hatte, hat man es, glaube ich, mit Fluch gespielt, um halt Verteidigung auszubauen, Angriff aufzubauen. Keine Ahnung. Na, dann würfel mal. 2 hoch 3, Rebooter. Da kommt er. Direkt ins Rennen. Aber mit Aquawelle gehen wir ja auch Bahn. Ist ja egal, du würfelst ja jetzt was Besseres. Du würfelst nämlich 2 hoch 2, Lawine. Das könnte Lawine uns wirklich den Arsch retten. Das macht wirklich Aquawelle. Wenn wir jetzt nicht verwirrt sind, ist wahrscheinlich Maulot weg. Ja, aber wir müssen halt auch überleben. Ja, das wären wir, aber wir können eventuell verwirrt sein. Oh, ist ja richtig stark. Lawine, doppelter Schaden. Unsere jetzt stärkste Attacke. Genau. Stab, ewiges Eis, doppelter Schaden. 100, ich glaube, 70 Angriff haben wir sogar. Mit Rebooter. Starmie. Bleiben wir drin? Ne, wollen wir gleich sehen. 2 hoch 6 war weiterkämpfen. 1, 2, 3 war wechseln, 4 hoch 6 war weiterkämpfen. Und dann kämpfen wir weiter. Haben wir Rebooter und die lassen wir Rebooter auch noch vor die Runde gehen. Ja, klar. Starmie ist auf jeden Fall schneller als wir. Ja. Starmie ist, glaube ich, schneller als alle. Na gut, Batwoman ist vielleicht schneller. Ich würde gerade sagen, da gerade schon die Aquawelle von Maulot so wie abgezogen hat, wird die Aquawelle von Starmie uns eh nicht egal sein, was wir jetzt würfeln. Ja. Außer wir würfeln Eissplitter. 2 auf 2, wir würfeln Lawine. 2 macht Aquawelle. Bye bye, Rebooter. Ich würde sagen, wenn wir sterben, dann nehmen wir aber die Erfahrungspunkte mit, die wir bisher bekommen haben. Ja, na klar. Ein bisschen Geld, was wir verloren haben, ist egal. So. Das ist 2 hoch 6 ist ins Gesicht. Ja. Wenn eine Psychoattacke kommt, ist ins Gesicht auch weg. Sie, auch sonst, sie ist schneller, sie macht uns kaputt. Aber wenn es Aquawelle macht, sind wir nicht weg. Und ja, Sternschauer. Wenn es Donnerblitz macht oder wenn es Eisstrahl macht. Sternschauer überleben wir auch. Ist ja egal. Wir sind kaputt. 2 hoch 6, wollen wir heilen? Wir wollen heilen. Die Frage ist nur, was und wie wollen wir heilen? Beleben oder ihn? Nee, ihn brauchen wir nicht heilen, oder? Ich würde sagen, wir beleben Halkoden wieder, oder? Ja. Ja, oder? Nein, Halkoden. Ich glaube lieber Halkoden. Weil da. Falls es Eisstrahl, so kann oder Aurora-Strahl. Ja, ich glaube einfach generell Halkoden ist besser in der Situation. Es kann Eisstrahl, alles richtig gemacht. Warum er es Eisstrahl macht, da wäre es mit Stab Aquawelle besser dran. Ja, na, es hat uns halt eine Runde geschenkt, weil es nett ist. Wir machen 2 auch 1, wir machen Kaskade. Genau. Jetzt machst du wieder Eisstrahl, aber wir sind ja auch langsamer durch die Paralyse, insofern ist das ja nicht tragisch. Ja, wir werden doch so langsamer. Ja, aber wir können auch nicht eingefroren werden, aber jetzt kommt unser Kaskade. Erholung ist die einzige, was die anderen Statusveränderungen aufhebt, nicht wahr? Genau. Weißt du, ich glaube, vielleicht hat Starmie sogar noch Genesung. 2 hoch 5. Sollen wir wechseln? Hoch 5? Ja. Stimmt, das ist hoch 5. Nö, oder? Wir schicken jetzt Regen in den Tod. Machen wir nochmal. 2 hoch 3. Body Slam. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es noch dazu, dass es paralysiert ist. Wollen wir vielleicht 2 HP überleben? Ja, ich glaube, wir überleben das sogar nochmal. Jawohl. Wir sind nicht paralysiert, ist auch super. Paralysiert Starmie, das wäre noch besser. Aber oh, jawohl! Ich glaube, das sollen wir trotz Würfel nicht mehr so ganz verlieren. Ja, weil damit. 2 auf 3, nochmal Body Slam. Weil damit ist jetzt Hulk Hogan schneller als. Jawohl! Ey, jetzt kommst du gleich in den Heilbereich, dann gibt's eine Top-Genesung, dann ist Paralyse wieder weg. Ja. Aber es hat sich auch bestimmt wieder die Citro-Bäre, dann bist du wieder aus dem Heilbereich raus. Komm, hau ins Gesicht um, damit wir mit Hulk Hogan durchrushen können.
Du warst wohl doch mehr als mein gewöhnlicher Störenfried. 2:06 Uhr, wollen wir heilen? Wollen wir heilen? Halkoten voll heilen? Ja. Kumumilch oder so? Genau. Ein paar müsste ich noch haben. Zwei bloß noch? Wie viel haben wir denn davon benutzt? Ich heil damit immer. Ja, na klar, aber ich meine bloß, es ist nur noch, ich hatte 20 damals gekauft. Ich verwende eigentlich nie Himpertränke, ich verwende die immer so. Ja, klar, ist ja besser. 100 alles als richtig gemacht, dass wir geheilt haben? Na dann würfel mal 1-2 oder 3-4 oder 5-6. 2:02 Uhr. Das ist Batwoman. Gegen einen Eistrahl nicht wirklich ein Vorteil, aber, ja, aber wir sind auf jeden Fall schneller und wir haben ja zum Beispiel Kehrtwende, was Vorteil hätte. Ja, bestimmt Ruheort, gut, dann ist Eistrahl nicht mehr sehr effektiv. Genau. Aber Ruheort hat keine Wirkung, dann ist Eistrahl doch noch sehr effektiv. Mal schauen. 2:03 Uhr. Das ist sogar Kehrtwende. Sehr effektive Attacke. Vielleicht ist es sogar schon tot, ich glaube nicht. Fuck. Top-Genesung. Ja. Gegen wen tauschen wir? 1-2-3 ist Hulk Hoden. 4-5-6 ist Yoshitogo. Und es ist 2:01 Uhr. Hulk Hoden. Oh, das macht Genesung und bleibt nicht im Top-Genesung-Bereich, sodass die Paralyse bleibt. Das ist natürlich auch super. Nicht unbedingt Fokusstoß würfeln, alles andere ist sehr effektiv außer Fokusstoß. Genau. Wir würfeln. 2:06 Uhr, wollen wir heilen? Nein. Nein, nein. 2:05 Uhr, wollen wir tauschen? Nein. 2:03 Uhr, Ampelleuchte. Na, machen wir Ampelleuchte. Von den drei effektiven die schwächste Möglichkeit. Weil es leider kein Star-Bonus und Magnet? Aber es reicht. Jawohl. Wollen wir für die nächste Arena wieder diesen Würfel nehmen oder einen anderen? Ist es sehr ermüdend? Ich kann gerne mit dem Würfel weitermachen. Also, okay. Beziehungsweise du. Je nachdem, wer halt würfelt. Nächste Arena bin, glaube ich, wieder dran. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu, du hast wirklich einiges an Talent. Willst du nicht uns daten, Misty? Du hörst du den Quellorden. Hä, bloß nicht. Und ich Misty. Welchen von den 16 Arena-Leitern, die wir hier zur Auswahl haben, würdest du am ehesten? Mit Yoto? Ja, von den 16, die wir hier zur Auswahl haben. Da muss ich, glaube ich, gleich nochmal in den Ausweis gucken. Wir haben Bianca als drittes. Wäre eine Frau. Ich denke mal nur Frauen. Dann hast du Jasmin als sechstes. TM03 ist Aquavelle. Genau. Dann haben wir noch Sandra, Janina, Erika und Misty. Genau. Und während Top 4 noch wäre, wäre noch Karin mit dabei. Oder Melanie. Melanie heißt im Deutschen. Wollen wir mal gucken, wer Aquavelle lernen? Guck erst mal hier. Ich denke... Achso, und Sabrina. Sieht natürlich auch aus wie ein Vibe, aber... Sabrina ist noch. Da habe ich ja erzählt damals, dass Kai auch für Mädchen gleiten wird. Ich weiß nicht, ich denke wahrscheinlich Erika oder Bianca. Bianca ist da, Erika ist hier. Genau, denke ich, ja. Weil eine Latex-Domina wäre nicht für mich. Die haut Latex-Domina wäre nicht für mich. Die ist zu jung, die haut eben. Was heißt jung? Sie wäre auch einfach zu schüchtern, zu ruhig. Janina war ich nicht dabei, kann ich mich auch wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Die haut dich auch um. Die kickt dich weg. Genau. Sabrina... Finde ich auch jetzt nicht so spannend für mich, weil einfach zu ernst und zu... Also das geht von der Haarfarbe, geht das nicht? Echt nicht? Nee. Ich meine gut, für gewöhnlich mag ich auch keine roten Haare, aber... Blond mag ich eigentlich auch nicht, das ist eigentlich auch nicht so ganz. Von der Haarfarbe her... Ja, wenn es nach Haarfarbe geht, wäre es bei mir auch Janina oder Sabrina. Aber ist egal. Also ich denke wahrscheinlich... Nee, also das nicht. Das also nicht. Bei mir wäre es wahrscheinlich... Weil es wäre Erika oder Amanda. Einigen uns Hartwig, Hartwig ist es nicht. Wollen wir mal gucken, wer Aquavelle lernen kann? Willst du es jemandem beibringen? Einfach nur so zum Gucken. Wenn's. Vielleicht lernt ja jemand lernen, von dem wir es gar nicht rechnen und dann wäre es ganz gut. Kann ich die einfach. Ja, es wird auf jeden Fall Sushi to go lernen können, aber. Ja, der Teig ins Gesicht, aber. Nee, Quatsch. So. Um heim gehen und dann nächste Folge. Genau. Wen wollen wir raus? Wollen wir mal weglassen auf dem Weg nach Marmoria City? Welches von unseren... Wir gehen in Diktahöhle, nicht wahr? Vor allem würde ich auf jeden Fall genau, mitnehmen. Ich wollte eigentlich gerade eben sagen, wir müssten Harald weglassen, weil Harald jetzt einen Level-Vorsprung hat. Aber es wäre in Diktas Höhle angebracht, ihn mitzunehmen. Ja, da gibt es Dikta und Dikti wahrscheinlich auf dem normalen Level 20. Ich weiß nicht, ob es da Trainer mittlerweile gibt. Das weiß ich halt eben auch nicht mehr. Wollen wir in den Supermarkt gehen? Ja, also entweder wir legen Harald ab, oder wir legen... Stärke haben wir ja bei Harald und bei Quappo. Ja. Wir können auch Harald ablegen, denke ich. Einen schönen guten Tag. Die liefern auch 24-7. Sogar am Sonntag. Da gibt es keinen Sonntag, da gibt es keine Nachtruhe. Was für ein Fauxpas. Noch was? Nein, aber können wir noch unser Nugget verkaufen? Oder was anderes, was er verhökern kann? Magnet haben wir abgelegt, das heißt, das Magnet haben wir gerade gar nicht ausgerüstet. Was hat denn dann Alkohol? Ach, den Seerauch, glaube ich. Nee, er hat keinen Rauch.
Klingstein ist ja von Batwoman gewesen. Ich glaube, der hat das Item, was heilt beim Schaden, wenn er Schaden zufügt. Seegesang? Genau, Seegesang meine ich. Nicht Seerauch, Seegesang natürlich. Das lässt sich ja leicht rausfinden. Also Harald hat Wundersaat. Überreste, ewiges Eis, Muskelband, Seegesang. Tatsache, okay. Habe ich mich also durchsetzen können mit meinem Wunsch. Das hat mir, glaube ich, vorhin in der Pokéliga einmal sogar den Arsch gerettet. Sehr gut. Wo es nicht besonders nötig war. Ich habe ihn eigentlich reingehauen. Also er hat die, zum Verhalten. Ja, ich wollte eine safe Einwechslung bei Siegfried machen. Ja. Gegen Aerodactyl. Aerodactyl hat gerade mit Erdbeben. Ich weiß nicht, wen er da weggehauen hat. Ich glaube, Quapo hat er, glaube ich, weggehauen, weil er Kaskade knapp überlebt hat. Und er war aber vor Quapo dran. Mhm. Und ich wollte Quapo eigentlich safe einwechseln. Ja, dann ist Harald geht raus. Ja, nee, ich wollte Mammutel safe einwechseln. Warum geht das nicht? Weil ich erst die Ballkapsel von Harald entfernen muss. Na, dann können wir zur Not jemand anders rausnehmen. Naja, er bekommt jetzt seine Ballkapsel weg. Warum kannst du mit Ballkapsel der Pokémon? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, warum. Das ist wie in der ersten Generation, wenn deine Box voll war, kannst du keine Pokémon fangen. Da wird nicht automatisch eine neue Box angelegt. Es ist ja auch irgendwie logisch, dass es so ist, ja. Aber... Du stehst vor Mewtwo, willst einen Ball werfen, es kann nicht gefangen werden, weil die Box voll ist. Na klar. Dann wird als nächstes, hast du schon geheilt? Nein. Dann wird als kleines Kind geheult. Der Gameboy an Mewtwo, die Wand geflackt. Mewtwo einfach... Da denkt man, gut, da flieht man, weil dann kommt man vielleicht nochmal auf die Gelegenheit, aber ist Mewtwo natürlich weg. Na klar. Übrigens, jetzt nach der Top 4 ist, glaube ich, Mogelbaum wieder da, falls du noch Lust hast, Jens, weil das Mogelbaum zu fangen. Nee, es ist nicht wieder da. Es wäre wieder da, wenn wir geflohen wären oder es besiegt hätten. Ich habe eigentlich keine Lust, ein neues Mogelbaum zu fangen. Wenn wir noch ein weiteres Mogelbaum hätten haben wollen, hätte ich gesagt, wir hätten noch ein Ditto uns geholt. Ja. Sollen wir draußen speichern? Wir können draußen speichern, ja. Und an dieser Stelle fliegen wir in der nächsten Folge dann weiter zur Diktahöhle. Genau. Und dann, ja, dann geht's eigentlich den nächsten Ordensatz entgegen. Genau, dann geht's zügig voran zum nächsten Orden. Ja, die ganzen Routenfolgen, die ich alleine gemacht habe, das war ja eigentlich nur optionale Routen. Ja, das ist ja bloß noch jetzt, ist ja bloß noch mal Moria City, Mondberg, Vertania City, dann nach Alabastia, genau, über Vertania City, genau. Lange Seeroute zur Seeschauminsel. 16. Orden. Genau. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis der Plan steht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.